viel Platz für vergleichsweise wenig Geld. Das sind typische Skoda-Tugenden, die möchte besonders der frisch modellgepflegte Skoda Scala erfüllen. Wie gut das funktioniert, was neuer Modell ist und ob das Auto vielleicht sogar der bessere VW Golf ist, das erfahrt ihr jetzt hier bei 4 Räder. Viel Spaß! Klein oder schon kompakt? Mit den Maßen eines kompakten und technischen Ähnlichkeiten mit der Kleinwagenklasse bewegt sich der Skoda Scala zwischen den Welten. Damit passt er aber gut ins Skoda-Programm. Während der Fabia zwar auch gewachsen, aber weiterhin ein Kleinwagen ist, ist der Octavia deutlich größer als ein typischer Kompakter. Beim Debüt des Scala 2019 beerbte er den Rapid. Das Facelift steht seit kurzem beim Händler. Lasst uns beim Skoda Scala auch einen genaueren Blick auf das Design werfen. Ihr kennt sicherlich noch den Vorgänger vom Scala, den Rapid, der optisch jetzt nicht unbedingt so ein Leckerbissen war, auch schon optisch sehr schick anzusehen. Aber der Scala hat da schon mal einen größeren Sprung gemacht in der Klasse bei Skoda. Wir haben hier aber die Facelift-Variante dabei und die macht für mich noch einen deutlich größeren Sprung. Und das kommt für mich vor allem durch die Scheinwerfer zustande. Wir hatten vorher beim Scala so eine dreieckigen Scheinwerfer oder nahezu dreieckigen. Eckigen Scheinwerfer, ich glaube, sie hatten vier Ecken, aber egal, die waren jedenfalls ähnlich wie beim Skoda Fabia der vorigen Generation. Also damit so ein bisschen aus der Kleinwagenklasse. Jetzt haben wir andere Scheinwerfer, die ähnlich aussehen wie bei der Studie Vision RS, also dem Scala Vorboten, könnte man sagen, sind jetzt hier nochmal so ein bisschen abgeschrägt und wirken für mich deutlich moderner und auch deutlich eleganter. Wir haben hier bei uns die Variante. Erstmal bekommt ihr in der Serie Reflektor-LED-Scheinwerfer. Die sind in der Basisvariante schon enthalten. Darüber hinaus ab dem Selection dann optional oder bei dem Monte Carlo hier auch serienmäßig gibt es dann hier die Matrix-LED-Scheinwerfer, wo hier auch schön in der Seite steht Skoda Crystal Lighting. Die haben dann eine neue LED-Lichtsignatur dabei und zwar hier mit diesen Bögen, einmal oben, einmal unten, das ein bisschen zweigeteilt sieht, wirklich schick aus, wie ich finde. Auch schick aussehen tut der Rest der Front. Wir haben so ein paar kleine Veränderungen, Erneuerungen, zum Beispiel hier diese Finnen vorne sind neu hier, auch diese Kanten in der Seite, ne? Alles sehr dezent überarbeitet, aber schon durchaus neu. Aber mein besonderes Highlight im Design des Scala ist hier die Linie Monte Carlo. Die bringt glänzend schwarze Blenden nochmal mit. Ne? Das haben wir hier zum Beispiel an der Seite, hier unten aber auch oder auch im Kühlergrill. Der Kühlergrill ist im typischen Skoda-Design gehalten, wurde auch ein bisschen geändert mit dem Facelift, aber ist noch ähnlich. Hier aber dann in Schwarz statt Chrom und das finde ich nochmal deutlich schicker optisch. Oben auf der Motorhaube haben wir natürlich auch hier nochmal das typische Skoda-Logo mit dem Pfeil drauf. Manches im Leben ist irgendwie vorbestimmt. Beim Skoda Scala sind es die Proportionen zum Beispiel. Wir haben hier den Scala, der baut auf dem modularen Querbaukasten A0 auf, also der für die kleine Plattform, für den Polo, T-Cross zum Beispiel, aber eben auch für den Scala. Deswegen haben wir vorne eine relativ kurze Frontpartie und dann hier eine relativ lange Fahrgastzelle. Das kommt natürlich auch da zum Tragen, weil der Scala eben sehr auf die inneren Werte achtet, da eben mehr Platz hat als andere Fahrzeuge. Deswegen haben wir da so ein bisschen vorbestimmte Proportionen. Das macht aber gar nichts. Trotzdem sieht der Wagen schick aus, hat aber nicht so eine große ansteigende Seitenlinie. Für den Rapid habt ihr auch noch eine Fließheck-Variante bekommen. Die gibt es jetzt beim Skoda Scala nicht mehr. Da haben wir hier immer eine Hatch-Variante, also ein Steilheck quasi. Das war aber beim Scala-Vorgänger auch schon so. Wir haben hier erstmal eine Außenlänge von sage und schreibe 4,36 Meter. Warum sage und schreibe? Ist jetzt ja kein Riesenauto, aber ist immerhin 8 cm länger als der vergleichbare VW Golf. Wir haben hier auch die Variante Monte Carlo dabei, unschwer zu erkennen an der schönen kleinen Plakette hier auf der Seite. Aber Kenner erkennen es auch an anderen Dingen, zum Beispiel am schwarz glänzenden Schweller, an den Außenspiegeln oder auch an den Scheibenrahmen, die hier dunkel gehalten sind. Die gibt es sonst auch in Chromoptik. Unser Modell trägt sehr schöne Alufelgen, nämlich die Varianten Ursa heißen die in 18 Zoll, hier in schwarz und glanzgedreht, finde ich eine sehr, sehr schöne Felge, passt auch cool zum Auto, erst recht hier zum Monte Carlo. Die ist für den Monte Carlo aber sogar auch optional, der Monte Carlo kommt serienmäßig mit 17 Zoll Alufelgen, die dann in schwarz. In der Basis hat der Basis Skoda Scala 16 Zoll Stahlfelgen dabei. Wenn ihr keinen Aufpreis zahlt, dann habt ihr die Farbe
Farbe Energy Blau Uni beim Skoda Scala. Wir haben hier das Moon Weiß Perleffekt, finde ich ein sehr schönes Weiß. Hat noch so einen leichten Perlmutt-Effekt drin, finde ich eine sehr, sehr schöne Lackierung. Würde ich vermutlich auch so wählen, eben gerade weil der Kontrast mit den schwarzen Anbauteilen des Monte Carlo so schön rüberkommt. Und damit die Farbe schön bleibt, haben wir hier eine typische Simply Clever Lösung. Guckt mal auf die Türkante. Zack, da klappt hier ein kleiner Türkantenschutz aus, ne, damit die Lackierung hier auch schön bleibt und hier niemand zum Beispiel die Beifahrertür oder die Fahrertür an die, ans andere Auto hauen kann. Das Ganze klappt auch hier hinten an den Türen und finde ich ein sehr, sehr sinnvolles Extra. Kennt ihr noch den Schneewittchensarg? Also ich meine nicht das Märchen, Märchen sind ja mal so ein bisschen gruselig manchmal. Ich meine den Volvo, den P1800, der die typische große verlängerte Heckscheibe hatte. Und das könnte man hier auch beim Skoda Scala sagen. Die ist aber optional ab dem Selection dabei. Bei Monte Carlo ist die serienmäßig hier. Da geht die Heckscheibe quasi bis hier unten zum Kennzeichen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Optik. Erst recht nochmal bei Monte Carlo. Wir haben hier auch den schönen schwarzen Skoda-Schriftzug, der kaum auffällt. Genauso wie das Scala in der Seite drin. Auch hier unten der Diffusor ist ein bisschen anders gestaltet worden beim Facelift. Bei uns dann in der Variante auch schön in schwarz glänzend. Wir kommen aber erstmal zu den Rückleuchten, die wir hier an der Seite relativ großflächig haben. Da haben wir stets LED-Varianten. Ab der Selection, also der zweiten Ausstattungslinie, habt ihr die Lichtsignatur wie hier und auch einen schönen dynamischen Blinker dabei. Ne? Den haben wir bei unserer Variante dann hier auch dabei. Die Lichtsignatur ist ein bisschen anders geworden. Die ist ein bisschen durchgeteilt. Einmal haben wir hier ein Segment und da ein Segment. Na, das ist so eine kleine Änderung von der Facelift-Variante. Manche attestieren dem Skoda Scala aufgrund dieser hier recht ausgeprägten Kante und den Leuchten, die hier so bogenförmig nach unten verlaufen, einen leichten Überbiss. Ein bisschen wie beim Kieferorthopäden. Finde ich aber überhaupt nicht beim Skoda Scala. Ich finde ihn schön optisch eigenständig und auch vom Heck her wirklich schön anzusehen. Umfangreich waren die optischen Veränderungen am Scala mit dem Facelift nicht. Dennoch tragen sie dazu bei, dass das Modell aus dem tschechischen Stammwerk in Mladá Boleslav erwachsener wirkt. So passt er gut in die Welt der Kompakten. Insbesondere als Monte Carlo gehört er dort zu den schickeren Vertretern. Da könnte er fast als GTI durchgehen. Was unser Testwagen unter der Motorhaube hat, schauen wir uns jetzt an. Bevor wir zur Motorenauswahl beim neuen Skoda Scala kommen, sage ich euch, dass die Motorhaube erstmal vor einer recht simplen Stange gehalten wird. Aber trotzdem haben wir auch unter der Motorhaube ein paar typische Skoda Simply Clever Lösungen, wie zum Beispiel hier vorne einmal den Trichter fürs Wischwasser. Das kann natürlich sehr, sehr praktisch sein. Wir kommen zur Basis des Skoda Scala. Der basiert ja auf dem modularen Querbaukasten für die A0-Plattform, also für die Kleinwagenklasse. Darauf steht auch der VW Polo, ein T-Cross oder auch zum Beispiel ein Skoda Kamiq oder Seat Arona. Wir haben bei dem Fahrzeug dann hier verschiedene Motoren. Es gibt erstmal zwei Varianten von einem 1,0 TSI, das ist dann ein Dreizylinder Turbobenziner mit 95 oder 115 PS. Darüber hinaus gibt es dann weiterhin noch einen 1,5 Liter TSI mit dem Beinamen oder den Beibuchstaben ACT, könnte man sagen, der aktiven Zylinder, des aktiven Zylindermanagement. Den hatte ich Vorgänger im Test, der hat dann 150 PS, ist dann auch ein Vierzylinder. Wir haben dann verschiedene Getriebevarianten. Die 95 PS Basisvariante kommt immer mit einem Handschaltgetriebe mit 5 Gängen. Darüber hinaus dann 6 Gänge serienmäßig. Und für die Motoren darüber 115 oder 150 PS ist dann das 7-Gang DSG optional. Und der Skoda Scala kommt immer mit Vorderradantrieb. Einen alternativen Antrieb oder auch einen Diesel gibt es im Scala nicht. Ich habe euch heute die goldene Mitte mitgebracht, könnte man sagen. Das ist hier zwar der 1 Liter Dreizylinder Benziner, aber mit 115 PS. Das sind 85 kW für die, die lieber in der neuen richtigen Währung vielleicht agieren. Wir haben ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmeter dabei und serienmäßig, wie gesagt, 6-Gang Schaltgetriebe. Wir haben in unserem Fall aber das 7-Gang DSG, also ein Doppelkupplungsgetriebe dabei. Mit dem geht es dann in 10,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und Schluss wäre bei 202 km/h. Für den Verbrauch laut WLTP gibt Skoda im Mix 5,6 Liter auf 100 Kilometer an. Das wären dann 127 Gramm pro Kilometer CO2-Ausstoß. Der Wagen ist eingestuft nach Euro 6 und hat natürlich auch einen Autopartikelfilter dabei.
Bei der Optik des Skoda Scala habe ich noch von GTI-Look gesprochen, dass er fast als GTI durchgehen würde. Mit dem verbauten Motor meines Testwagens sicherlich nicht, da ist es nicht mal ein halber GTI mit seinen 115 PS. Aber diese Einordnung wird dem Auto nicht ganz gerecht, finde ich, denn fährt sich trotzdem schön mit dem 115 PS starken Dreizylinder. Der Motor wurde ja wie alle anderen beim Facelift auch ein bisschen überarbeitet im Skoda Scala. Er hat jetzt 5 PS mehr, ein bisschen mehr Newtonmeter Drehmoment und ist auch diese neue Evo-Generation, die hier und da eben noch weitere Verbesserungen hat. Und der Wagen ist ein Dreizylinder, ne, ganz klar. Und ich lasse mich ein bisschen zurückfallen, weil ich keinen Hinter mir habe und beschleunige gleich mal ein bisschen für euch. Ihr hört es, es ist ein Dreizylinder. Ne? Also wir haben hier ein typisch rumoriges Geräusch. Ne? Das macht der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Er ist, finde ich, ausreichend agil für das Fahrzeug. Der Wagen hier wiegt 1,4 Tonnen. Das ist schon für einen Dreizylinder nicht so wenig. Trotzdem treibt er den Wagen da gut an, obwohl er gleichermaßen auch kein Auto für, oder mit dieser Kombination kein Auto für dynamische Naturen ist. Ne? Also ich habe schon hier und da, ihr habt es eben vielleicht gemerkt, wenn ich eben beschleunigen möchte, schon mal so eine kleine Lücke und dann kommt der Dreizylinder erst, ne, und hat erst die Leistung dann. Ne. Das ist ein bisschen schade, also dynamischere Naturen, denn würde ich auf jeden Fall zum 1,5er raten. Ne. Der Wagen ist dann einfach nochmal 2 Sekunden schneller von 0 auf 100. Er hat eine höhere Endgeschwindigkeit, um die wird es mir gar nicht gehen. Es geht mir eher um diese Elastizität und diese Agilität, die einfach das andere Triebwerk hätte. Trotzdem kein schlechtes Auto, gerade für Kurz- und Mittelstrecken gar kein Problem, wenn ihr hier so Landstraßen oft umherfahrt oder auch in der Stadt gerade gar kein Problem. Ne? Da fährt er sich wirklich gut mit diesem Motor. Für alles Weitere oder auch für sportliche Ambitionen schaut lieber mal zum 1,5er. Wir haben ansonsten hier nochmal erstmal ein DSG dabei. Ne? Wir haben hier 7 Gänge in dem Auto. Ne? Die sortiert er auch immer sehr, sehr passgenau und das Schalten geht auch wirklich flink. Das Einzige, was mich stört bei dem DSG, was ich lange nicht mehr hatte im Test, ist, dass er auch gerade in Kombination mit dem Dreizylinder, wenn der Wagen aus dem Start-Stopp kommt, an der städtischen Ampel zum Beispiel, und ich gebe dann Gas und gar nicht mal so viel Gas, sondern ich will nochmal losfahren, dann überlegt sie erstmal, oh Gott, ich muss einkuppeln, dann fahre ich los. Und dann habe ich so einen typischen Ruck vom DSG. Auch im Stau zum Beispiel ist das ein bisschen nervig, was mich dazu treibt, dass ich, was ich eigentlich gar nicht machen möchte aus Energiespargründen, das Start-Stopp auszuschalten. Ne? Habe ich hier und da aber doch mal gemacht im Skoda Scala, was ein bisschen schade ist. Da könnte man das noch ein bisschen besser verschleifen, gerade das Anfahrverhalten. Ab dem Selection optional oder für den Monte Carlo Serie-Emissie bekommt ihr für den Skoda Scala eine Farbprofilauswahl. In Sport habt ihr zum Beispiel noch mal eine bessere Gasannahme, ne? Und da würde das Getriebe die Gänge auch etwas länger ausfahren, ne? Was den Wagen schon ein bisschen sportlicher macht, aber sicherlich keinen Sportwagen aus ihm macht. Ne? Deswegen habe ich ihn eigentlich meistens im Normalmodus bewegt. Ihr habt auch noch einen Eco-Modus, ne? Wo der Wagen dann noch eine verminderte Gasannahme hat, zum Beispiel, ne? Früher hochschaltet, um zum Beispiel auch noch mehr Sprit sparen zu können. Das Ganze könnt ihr euch auch über Individual einstellen und da könnt ihr dann auch die verschiedenen Sachen hier oben anpassen. Da habt ihr wirklich eine Menge Auswahl. Dazu komme ich aber später nochmal genauer, weil ich hier im Skoda Scala in meinem Testwagen ja noch eine Besonderheit dabei habe. Zum Geräuschniveau des Skoda Scala. Ja, ich habe hier einen Dreizylinder und das hört man auf jeden Fall. Er hat schon beim Beschleunigen schon so ein, ja, etwas hörbares Trommeln, könnte man sagen. Habt ihr vielleicht eben schon mal ein bisschen gehört. Ich finde, es gibt da auf jeden Fall Fahrzeuge, auch mit Dreizylindern, die da ein bisschen leiser zu Werke gehen. Es mag jetzt auch an der Dämmung liegen, ne, die der Scala in dem Fall vielleicht nicht ganz so stark hat. Ne. Was ein bisschen schade finde, ich würde den Dreizylinder noch mehr empfehlen, wenn die Dämmung noch ein bisschen besser wäre, wenn ich eben von dem Verbrennungsgeräusch der ungeraden Zylinderzahl eben nicht so viel mitbekommen würde. Wir fahren auf der Landstraße umher und so habe ich den Skoda Scala meistens bewegt und wir kümmern uns jetzt direkt mal um den Verbrauch des Fahrzeuges. Was habe ich denn auf meiner Testdistanz so verbraucht mit dem Auto? Ich fahre den Wagen jetzt schon eine gewisse Zeit. Ich könnte direkt mal nachgucken, wie lange ich den Wagen schon fahre, nicht ab Start. Langzeit sind es jetzt gerade 446 Kilometer. Da kommen noch ein paar dazu, wo ich euch sicherlich am Ende noch mal einen anderen Verbrauchswert einblenden kann. Der liegt momentan bei mir gerade bei 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Ja, das ist
fast einen Liter über der Werksangabe, muss man sagen. Ne? Ich hatte aber auch schon eine 6 draufstehen und bei meinen Strecken, die ich so täglich fahre, auch schon gerne mal eine 5,8 oder so. Ne? Also das finde ich da gar nicht so verkehrt, was der Wagen da verbraucht. Gleichermaßen muss man aber sagen, dass ich mit einem, ich lasse dir mal den Passat überholen, dem fahre ich gerade ein bisschen zu genau, dass ich mit einem vierzylindrigen Fahrzeug bei einer ähnlichen Leistung auch nicht groß mehr verbraucht habe. Ich bin zum Beispiel mal einen Golf 8 gefahren, den hatte ich auch über knapp 6 Liter und den hatte ich dann mit einem Vierzylinder mit Schaltgetriebe sogar und da 1,5 Liter Hubraum, ne, mit 130 PS. Weiß ich nicht, ob ich hier im Skoda Scala mit dem 1,5er schon so viel mehr verbrauchen würde. Ich hatte ja schon mal einen Scala mit dem 1,5er im Test. Da habe ich dann, glaube ich, 6,9 verbraucht oder so. Da hatte ich aber eine deutlich kürzere Testdistanz und konnte den Wagen eben nicht so spritsparend fahren wie ihn hier. Deswegen kann man das nicht so ganz vergleichen. Ich würde vermutlich, einesteils aus meinen sportlichen Gesichtspunkten, ja, der Scala ist kein Sportwagen, trotzdem macht's Fahren ja Spaß mit dem Auto, würde ich wahrscheinlich ein oder zwei Ausstattungspakete weglassen und lieber den 1,5 Liter nehmen, einfach aus sportlichen, agilen Gesichtspunkten. Der 1,0er Dreizylinder macht aber trotzdem eine gute Arbeit, gerade mit seinen 115 PS. Lasst uns einsteigen in den neuen Skoda Scala. Die Sitzhöhe liegt bei mindestens 51 cm. Beide Vordersitze sind serienmäßig manuell auch in der Höhe verstellbar. Manuelle Lendenwirbelstützen zählen ab Selection zum Serienumfang. Ab dieser Variante ist auch der elektrisch einstellbare Fahrersitz inklusive elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze erhältlich. Weitere Extras wie eine Massage- oder Memory-Funktion sind nicht erhältlich. Besonders letztere könnte bei wechselnden Fahrern hilfreich sein. Statt dem serienmäßigen Stoffbezug mit teilweise recycelten Materialien ist für den Selection auch eine Lederausstattung erhältlich. Meine Wahl wären aber die Sportsitze, die für diese Ausstattung optional oder bei unserem Monte Carlo serienmäßig sind. Optisch überzeugen diese durch rote und graue Details. Für einige Fahrertypen könnten die nach vorn geneigten, festen Kopfstützen nicht ideal und die Sitze zu schmal geschnitten sein. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Der Sitzkomfort ist genauso wie der Seitenhalt sehr gut und auch für lange Strecken geeignet. Erfreulich, neben dem höhenverstellbaren vorderen Gurten ist auch Isofix auf dem Beifahrersitz stets dabei. Genauso wie der per Schlüssel deaktivierbare Beifahrer-Airbag. Beides wichtig bei der Platzierung eines Kindersitzes vorne rechts. Dank recht großer Fensterflächen gehört der Scala zu den übersichtlicheren Autos auf dem Markt. Willkommen im neuen Skoda Scala und wir schauen mal, was hier drinnen denn alles so neu ist. Erstmal kann ich euch weiterhin sagen, dass ich den Scala von innen sehr, sehr elegant gestaltet finde. Ich finde ihn wirklich ergonomisch gemacht, aber dazu kommen wir ja jetzt gleich nochmal genauer. Wir haben in der Basisvariante erstmal die Ausstattungslinie Essence. Darüber hinaus rangiert der Selection oder unsere Variante hier, der Monte Carlo. Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch das Sondermodell Drive, was dort nochmal besondere Besonderheiten hat. Ne? Das sage ich euch aber später nochmal. Wir starten in der linken Seite hier, auf der linken Seite mit den Fensterheberschaltern. Wir haben 4 an der Zahl dabei. Dahinter gibt es hier dann nochmal die Sperrbarkeit der hinteren Fensterheber, ne, auch direkt von der Fahrertür aus. Davor haben wir dann nochmal die elektrische Spiegelverstellung und da ist auch die elektrische Spiegelheizung immer serienmäßig im Skoda Scala. Darüber hinaus ist dann ab dem Selection serienmäßig auch die elektrische Anklappbarkeit des der Außenspiegel und der Fahreraußenspiegel hat dann sogar auch eine Abblendbarkeit dabei, finde ich ein sehr, sehr schönes Extra. Darüber hinaus haben wir dann oben noch hier einmal den Türöffner, schön in Chrom ausgeführt und so freischwebend, der hat sich nicht verändert. Unten in der Tür habe ich auch nochmal die Taste für die elektrische Heckklappe, die ich bei unserem Auto hier dabei habe. Dann gibt es hier auf der linken Seite einen Lichtschalter und da wird es viele freuen, der ist ganz, ganz typisch, wie bei Skoda bekannt, hier ein normaler Lichtdrehschalter. Noch schöner finde ich auch, dass der Lichtsensor serienmäßig ist, ne? Also da haben wir alle Funktionen dann auch immer dabei.
Vor uns gibt es ein Lenkrad. Erstmal ist ein Leder-Multifunktionslenkrad, also mit diesen Tasten hier, serienmäßig dabei. Wir haben das im Sportdesign, das heißt, wir haben hier nochmal eine dritte Speiche, sonst wäre es ein Zwei-Speichen-Lenkrad, dritte Speiche dabei. Hier unten steht Monte Carlo drin, die typische Sportversion der kleineren Skoda, sage ich mal. Und dann haben wir hier nochmal auch schön die Perforierung in den Griffflächen. Das finde ich sehr, sehr schön. So hat man beim auch sportlichen Fahren keine schwitzigen Finger oder bei langen Autobahnetappen oder so. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Liegt gut in der Hand, ne? Hat auch ein schönes Design, passt für mich sehr gut. Schönes Design kommen wir auch zu den Tasten, die wir hier einmal haben am Lenkrad. Da habe ich erstmal auf der linken Seite die Multimedia-Sachen, einmal Skippen der Titel, aber auch Lautstärke mit diesem kleinen Drehrad hier, was wir dabei haben, die Sprachsteuerung und oben einmal die Lenkradheizung, die ist im Monte Carlo sogar serienmäßig oder auch beim Selection verfügbar. Auf der rechten Seite gibt es dann hier nochmal die Steuerungsmöglichkeit für das Kombi-Instrument, was wir vor uns haben und auch die Fahrassistenzsysteme. Finde ich sehr schön aufgeräumt, ne? Schöne Tasten und diese kleine Röhrchen. Tasten finde ich auch immer wirklich schick. Sie bedienen sich gut, außer wenn man, wie ich zum Beispiel beim Rangieren, zum Tellerwaschen neigt, weil dann kann es passieren, dass man sich hier die Lautstärke nämlich mit dem Handrücken so ein bisschen verstellt, was aber sicherlich nur ein kleiner Nebeneffekt ist. Wenn ihr das DSG habt, wie in unserem Fall, dann habt ihr auch Schaltwippen hinten für Plus und für Minus. Hinter dem Lenkrad gibt es bei Skoda immer drei Hebel. Einmal haben wir den Blinkerhebel dabei, ne, den wir hier ganz simpel haben. Auf der rechten Seite gibt es den Wischerhebel, der Regensensor ist ab dem Selection ST serienmäßig und darunter gibt es ja nochmal den Hebel für den Tempomaten. Wir haben serienmäßig die Geschwindigkeitsregelanlage in jedem Skoda Scala. Dann haben wir das System ACC, also den Abstandstempomaten, den wir hier dabei haben, mit dem Travel Assist, ab dem Selection optional. Den haben wir, wie gesagt, hier in dem Auto dabei und den steuern wir hier unten auf dem kleinen Extrahebel. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Schlüssel, den ich euch zeige. Da gibt es hier einmal den typischen Volkswagen Konzernschlüssel dabei. Wir haben drei Tasten, einmal zum Schließen für den Kofferraum und auch zum Öffnen des Fahrzeuges. Auf der anderen Seite haben wir einmal das Skoda-Logo noch dran und wir haben hier ein Schlüsselbar zum Aufklappen dabei. Den brauchen wir in unserem Fall aber relativ selten. Erstmal habt ihr im Skoda Scala immer serienmäßig eine Zentralverriegelung mit Funk, ne, also mit den Tasten hier, so wie ihr es ganz normal kennt. Ab der Variante Selection habt ihr dann auch nochmal den Startknopf hier dabei an der Lenksäule. Ne, da braucht ihr nicht mal den Schlüssel hier in das Zündschloss zu stecken. Ne, das haben wir da nicht mehr. In unserem Fall gehen wir noch einen Schritt weiter, denn hier in der Variante ist optional für den Selection oder serienmäßig für den Monte Carlo die Variante Cassie. Da haben wir dann einmal den schlüssellosen Fahrzeugzugang dabei. Ihr könnt euch einfach mit dem Fahrzeugschlüssel in der Hosentasche dem Auto nähern. Der Wagen entriegelt, sobald ihr die Hand in den Türgriff haltet und ihr könnt den Wagen einfach per Startknopf starten. Zum Verschließen einfach Türe schließen und auf die kleine Sensorfläche halten und schon verschließt der Wagen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Dieses Extra würde ich vermutlich bestellen oder eben darauf achten, dass mein Scala dieses hätte. Lasst uns den Wagen dann per Startknopf einmal starten. An der Lenksäule befindet sich der und da seht ihr hier auch alle Systeme. Einmal hochfahren, hier auch schön mit dem Monte Carlo Logo, was wir hier dann einmal schön dabei haben. Die Lüftung drehe ich einmal für euch runter, damit sie ja nicht zu sehr säuselt im Fahrzeug. Wir kümmern uns aber gleich erstmal, sobald ich das hier, okay, das geht automatisch weg, einmal weggemacht habe, kümmern wir uns um das Kombi-Instrument, was wir dabei haben vor uns. Da startet gerade noch die Navigationsansicht und CarPlay wollen wir gerade nicht haben. Genau, Lautstärke wollen wir auch nicht haben, das startet hier immer automatisch. Da haben wir vor uns erstmal das Kombi-Instrument im Fahrzeug. Ihr habt im neuen Skoda Scala jetzt immer serienmäßig eine digitale Instrumentierung mit 8 Zoll Display. Das ist dann aber kleiner als hier. Ne? Wir haben hier die 10,2 Zoll Variante, die Plus-Variante, die ist ab dem Selection optional. Die kleine Variante ist ähnlich wie die im neuen VW Polo oder Polo Facelift. Da ist es ein bisschen schmaler gestaltet, ne, und wir haben auch nicht ganz so viele Sachen, die wir einstellen können. Wir kommen erstmal zu unserer Variante hier. Das Ganze kann ich hier auf der rechten Seite des Kombis, des Multifunktionslenkrades einmal steuern. Da habe ich hier dann nochmal die Steuerungsmöglichkeit für die Ansicht auf der rechten Seite. Große Navikarte kann ich mir einblenden. Dann hier links und rechts ein paar Infos nochmal dazu. Dann eine ganz, ganz minimierte Gerade.
Grafik. Ähnlich erinnert mich das ein bisschen an das damals von Saab, das Night Panel, ne, was nur die wichtigsten Infos eingeblendet hat. Und hier nochmal so eine sportliche Ansicht oder eigentlich meine Lieblingsansicht mit den beiden normalen Rundinstrumenten. Dann kann ich mir noch auch in die Mitte was Verschiedenes anzeigen lassen. Das kann ich hier nochmal mit steuern. Da habe ich Navigation jetzt hier dabei, Assistenten, Fahrdaten zum Beispiel, den Fahrzeugstatus, Telefon, Audio habe ich dabei oder auch wieder Navigation. Das Ganze kann ich hier drüber steuern. Finde ich sehr, sehr praktisch. Da kann ich mir verschiedene Inhalte anzeigen lassen, ne? Und ja, auch darüber steuern. Sehr, sehr übersichtlich. Man kennt es schon von Skoda, deswegen gehe ich ein bisschen schneller drüber hinweg. Ansonsten haben wir auch noch verschiedene Sachen dabei, wie zum Beispiel links und rechts in den einzelnen Rundinstrumenten. Das zeige ich euch aber später nochmal, wo wir das einstellen können. Da habe ich jetzt auf der linken Seite den Verbrauch zum Beispiel, auf der rechten Seite die Audio-Infos, ne? Und ganz außen haben wir auch nochmal zum Beispiel die kleine Klötzchen-Grafik sozusagen für die Kühlwassertemperatur und auf der rechten Seite für den Tankinhalt und ganz wichtig natürlich unten auch nochmal die eingelegte Fahrstufe auf der linken Seite und rechts die gefahrene Geschwindigkeit. Ein Head-Up-Display gibt es für den Skoda Scala aber leider nicht. Thema Infotainment im Skoda Scala. Wir haben hier serienmäßig im Scala ein 8,2 Zoll Touchscreen-System mit DAB Plus, weil es Pflicht ist, aber auch 4 Lautsprechern serienmäßig. Darüber hinaus bekommt ihr dann Wireless SmartLink, also die Smartphone-Anbindung für Android Auto oder auch Apple CarPlay. Das ist optional oder ab dem Selection dann auch schon serienmäßig. Ab dem Selection-Serie haben wir auch 8 Lautsprecher statt den 4, also nochmal ein bisschen besseren Sound. Wir haben bei unserem Modell aber eine weitere Variante dabei. Die kleine Variante hat aber 2 Vorteile. Die hat nämlich 2 Drehregler dabei, wo wir hier noch die Lautstärke oder auch die Sender steuern können. Das haben wir bei unserem Modell nicht. Dafür haben wir ein 9,2 Zoll Touchscreen dabei, also eine schöne größere Diagonale und auf der Seite ein paar Direktwahltasten zum Beispiel für die verschiedenen Funktionen, was ich da sehr praktisch finde. Sind Touch-Tasten, sind keine Drucktasten, trotzdem schon sehr sinnvoll. Gut, ich zeige euch das System ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil ihr es vielleicht auch soweit schon kennt. Hier habe ich einmal eine Home-Ansicht dabei, ne, die kann ich mir auch verschieden anlegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nicht Navigation haben möchte, kann ich das löschen oder auch anders einstellen. Ne. Ich habe hier auch noch andere Homescreens dabei, wo ich sagen kann, okay, ich will auf der rechten Seite noch zum Beispiel meine Fahrdaten einmal drauf haben. Ne. Kann ich mir das auch hier nochmal anwählen, ne, und kann den Bearbeitungsmodus verlassen und habe mir hier nochmal so ein paar Sachen drin. Ne. Das ist dahingehend sehr praktisch. Ich kann einmal ins Radio reingehen, ne, dann sieht dann so aus, nur ganz simpel, DAB ist dabei, Senderliste hier, na, das kennt ihr aber soweit schon. Lautstärke-Steuerung geht dann hier auf der Seite, ne, mit Touch-Tasten oder auch am Lenkrad, ne, ist hier auch kein Problem. Unten On-Off dabei, ne, auf der rechten Seite einmal Car. Da haben wir dann hier die Fahrdaten, Abtanken, Abstart zum Beispiel. Ne, ich kann das Ganze auch mit der Gestensteuerung machen. Moment, ja genau, ihr erkennt es jetzt sogar. Und Langzeit, ne, ich kann hier auf Auswahl gehen, kann mir auch nochmal hier Sachen, die ich im Virtual Cockpit haben möchte, anzeigen lassen. Ne. Ich habe es mir jetzt hier anders eingestellt. Ne? Ich kann hier nochmal Audiohöhe und so weiter alles verschieden einstellen, aber das kennt ihr vielleicht auch soweit schon mal. Ne? Jetzt auf beiden Audio zu haben, macht es aber keinen Sinn. Ne? Da könnt ihr hier einen Verbrauch reinnehmen zum Beispiel oder auch diese Ansichten hier anlegen. Das ist sehr, sehr praktisch. Da habt ihr wirklich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Gut, ansonsten unten nochmal Fahrzeugstatus, ne? Was alles so mit dem Auto ist, gute Fahrt. Ne? Ansonsten haben wir hier nochmal alle Einstellmöglichkeiten. Ne? Oben eine Leiste, die man herunterziehen kann. Das war jetzt ein Zufall, aber funktioniert auch so. Da haben wir auch verschiedene Direktwahltasten drauf, ne, die ihr euch noch verschieden anlegen könnt oder auch hier die ganzen Fahrzeugeinstellungen eben dabei. Gut, Media kennt ihr soweit schon, ne, da könnt ihr hier euer Handy auch über Bluetooth verbinden oder auch Apple CarPlay Android Auto nutzen. Ne. Wir können auch USB anwählen zum Beispiel. Ne. Obwohl der USB sagt, zeigt er mir nicht mehr an, gerade interessanterweise, aber Webradio geht, ne, oder auch alles Weitere. Navigation haben wir hier immer dabei. Ne? Da haben wir hier einmal die Karte, die ich mir anzeigen lassen kann. Das kennt ihr aus dem Volkswagen-Baukasten schon so. Ne? Wir gucken uns mal die Sprachsteuerung an. Navigation. Möchten Sie eine Adresse eingeben, aus den letzten Zielen auswählen oder Routeninformationen erhalten? Adresse eingeben. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. München, Säbener Straße 2. Meinten Sie München, Säbener Straße 2? Ja.
Okay, Route wird soweit berechnet. Ist eine recht simple Sprachsteuerung, ne? Ist jetzt also noch keine, die natursprachlich interagiert, wie im Golf oder anderen Modellen. Ne? Das haben wir hier im Scala noch nicht. Erfüllt aber ihren Zweck, wenn man sie benutzen möchte. Ansonsten wäre es beim Schreiben wahrscheinlich auch genauso schnell gegangen. Gut, in K war ich einmal schon drin für euch. Ne? Und hier oben habt ihr nochmal das Hauptmenü. Da haben wir noch ein paar verschiedene andere Grafiken dabei. Zum Beispiel die Fahrassistenz, ganz wichtig auch. Ne? Da könnt ihr euch hier das in der Grafik einstellen oder über alle Assistenzsysteme, das geht hier auch nochmal, ne? Sehr, sehr praktisch. Oder ich gehe nochmal ins Menü, da habe ich dann hier nochmal alle anderen Sachen. Klang, ganz wichtig bei unserem Fahrzeug. Wir haben hier den Klang dabei, der 10-Lautsprecher-Variante vom Skoda Sound System mit dem Subwoofer auch dabei. Die Variante gibt es aber nicht für den 95 PS Basismotor. Finde ich eine schöne Sache, hat einen guten Sound. Reißt sicherlich keine Bäume raus, aber finde ich trotzdem schon schön und würde ich wahrscheinlich bestellen in meinem Skoda Scala. Gut, ich gehe nochmal ins Menü, habe den Klang hier dabei. Anleitung, Klimatisierung später, Setup und so weiter. Ne? Das kennt ihr hier schon. Ne? Setup auch da. Über den Shop zum Beispiel könnt ihr auch noch verschiedene Fahrzeugfunktionen kaufen, wie zum Beispiel auch einen Fernlichtassistenten, wenn ihr den nicht gewählt habt im Fahrzeug. Ne? Aber den haben wir hier eh schon dabei. System finde ich so eine gute Sache. Reagiert schnell, habe ich keine Probleme gehabt. Einzig war, dass ich hier und da mal Verbindungsabbrüche hatte mit Apple CarPlay. Also sprich, dass die Verbindung einfach verloren wurde und hier drauf stand Apple CarPlay getrennt. Ist ein bisschen schade, gerade wenn man damit gerade navigiert. Aber konnte ich verschmerzen, weil es war nicht so oft in meinem Test. Die Infotainment-Online-Möglichkeiten bei dem Fahrzeug, also auch eine Online-Routenführung, ist serienmäßig dabei beim Skoda Scala für 3 Jahre. Lasst uns nach dem Infotainment ein Schrittchen weiter runtergehen. Wir haben hier erstmal 2 Lüftungsdüsen dabei. Die können wir hier einfach verschließen oder auch öffnen und verstellen. Das ist ganz simpel umgesetzt. In der Mitte haben wir einmal die Warmlink-Anlage dabei, aber auch die Zentralverriegelung, die wir hier mit einem Klick dann verschließen können. Darunter gibt es dann die Klimatisierung im Skoda Scala. Schön als extra Block auch dabei. Das ist eben sehr, sehr praktisch, weil wir hier normale Tasten haben. Da sind sogar 2 Tasten dazugekommen, aber ich komme erstmal dazu, euch nochmal zu sagen, dass wir eine manuelle Klimaanlage serienmäßig in jedem Skoda Scala haben. Die 2-Zonen Klimatronik, die wir hier haben, hier im Fahrzeug, ist ab dem Selection aber auch schon serienmäßig. Da gibt es hier dann eben die Einstellmöglichkeit für die beiden Klimazonen links oder auch rechts. Das Ganze wird uns auch schön hier oben im Infotainment-Display einfach nochmal visualisiert. Hier können wir dann auch nochmal die Lüfterstufe dann steuern. Diese beiden Tasten sind neu gekommen. Vorher waren Menü und Off hier unten. Ne? Wenn ins Menü gehen, können wir auch nochmal gehen. Da können wir noch weitere Sachen einstellen. Ne? Aber das meiste können wir dann hier unten auch einstellen, was ich eben auch sehr praktisch finde. Darüber hinaus bekommt ihr auch eine Sitzheizung optional oder bei Monte Carlo serienmäßig. Die ist hier zum Beispiel auf der Seite angebracht. Die ist dann 2-stufig, wird euch hier im Display dann auch gleich nochmal mit angezeigt. Sehr, sehr praktisch. Finde ich schön, dass das hier steuerbar ist. Schade finde ich wiederum, dass es keine Standheizung gibt für den Skoda Scala. Das bietet Skoda nicht an. Skoda bietet aber im Winterpaket an die beheizbare Frontscheibe. Die würde ich wahrscheinlich bestellen. Finde ich einmal sehr praktisches Extra, wenn man da nicht im Winter Eis kratzen muss. Gut, wir kommen einmal zum Getriebe. Also ich zeige, dazu starte ich den Motor, Fuß auf die Bremse, Startknopf einmal betätigt. Ne? Dann startet hier der Dreizylinder. Dann habe ich hier den Wählhebel vom Getriebe dabei. Ich bin jetzt gerade in der Parkstellung P drin. Da kann ich einmal nach hinten gehen in den Rückwärtsgang. Jetzt wird mir gleich schon die Rückfahrkamera hier auch angezeigt. Ich sage euch erstmal, dass ihr eine hintere Einparkhilfe mit Sensoren serienmäßig habt. Die Kamera ist für den Selection optional oder im Monte Carlo auch serienmäßig. Die vordere ist dann genau für die das gleiche dann, also auch im Selection optional oder Monte Carlo serienmäßig, die vorderen 4 Sensoren. Und dann gibt es auch noch eine Parkassistenzfunktion, ne? Das ist ab dem Selection auch optional, wo euch der Wagen dann eben in die Parklücke lenken kann. Gut, ich kann ansonsten auch nochmal in die Neutralstellung gehen für die Waschstraße. Ich habe dann hier nochmal die Fahrstellung D unten, auf der rechten Seite die sportliche Stellung, ne? So dass der Wagen ein bisschen die Gängerlänge ausfährt. Und ich kann hier auch Plus und Minus zappen, das kann ich aber auch mit den Schaltwippen machen. So gesehen eine sehr, sehr handelsübliche Sache hier mit dem Wählhebel. Also noch kein Shift-by-Wire. Im Skoda Scala ist das noch nicht mit drin. Gut, ich schalte einmal nochmal den Motor aus, aber die Zündung einmal für euch wieder an.
Wir wollen uns noch ein paar Sachen angucken hier unten. Da haben wir nämlich noch mal einen kleinen Tastenblock dabei. Da haben wir ja bei uns einmal die Farbprofilauswahl drin. Die ist ab dem Selection optional oder bei Monte Carlo sogar serienmäßig. Tippe ich einmal drauf. Könnt ihr hier Driving Mode, Eco, Normal, Sport, Individual. Was das aber bedeutet, habe ich euch beim Fahren soweit schon mal erläutert. Auf der rechten Seite haben wir noch mal eine Taste auch direkt für das Abschalten des Start-Stop-Systems. Das vermissen in neuen Fahrzeugen viele. Ne? Wir haben noch echte Tasten dabei. Genauso wie eine Taste für das Abschalten der vordere Einparkhilfe, die ich hier auch nochmal dabei habe. Gut, ansonsten im Skoda Scala typisch MQB A0, kleine Plattform, habe ich hier eine normale Handbremse dabei, ne, die ganz simpel funktioniert, hat aber den Nebeneffekt, dass ich keine Auto-Hold-Funktion realisieren kann. Das geht einfach mit einer normalen Handbremse in dem Fall nicht. Ab dem Selection optional oder auch im Monte Carlo serienmäßig habt ihr eine zweifarbige Ambientebeleuchtung, die ist dann entweder rot oder weiß einstellbar, haben wir in dem Auto auch dabei. Zeige ich euch hier nochmal ein Bild bei Dunkelheit. Verarbeitungsqualität im Skoda Scala. Das Auto rangiert ja so ein bisschen zwischen den Klassen. Wir gucken uns hier erstmal die obere Verkleidung der Türverkleidung an. Wir haben hier die typische kleine Skoda-Struktur, die ich immer recht schick finde. Hier unten dann bei uns eine schwarze Leiste mit dieser roten Leiste nochmal drin vom Monte Carlo. Hier gibt es dann aber Hartkunststoff oben in der Tür. Finde ich ein bisschen schade, weil man hier vorne halt gerne mal reinfasst, ne, und dann gleich das Hartkunststoff in der Hand hat quasi. Ne. Auch der Türgriff ist daraus. Dann gibt es hier aber einen schönen weichen Teil mit so einer kleinen Carbon-Optik dabei. Ein Kunstleder, finde ich eine schöne Sache. Und unten wiederum Hartkunststoff einmal dabei. Das zieht sich auch hier am Cockpit. Ne? Oben wird es aber dann schon wieder etwas weicher hier mit diesem dieser Carbon-Optik, die wir bei unserem Auto dabei haben. Hier haben wir auch nochmal diese rote Flächen vom Monte Carlo. Dafür haben wir hier oben dann alles schön weich geschäumt. Ne? Hier auch teilweise mit dieser Struktur oder auch dieser typischen Skoda-Struktur hier. Das zieht sich auch über das ganze Cockpit. Und hier nochmal diese Dekorleiste vom Monte Carlo in Carbon-Optik. Unten dann wiederum aber Hartkunststoff. Ne? Hier auch hart an der Seite dran. Schöne Struktur, sieht schick aus, aber Hartkunststoff. Auch hier in der Mitte dann weiterhin Hartkunststoff. Ein bisschen Klavierlack dabei, aber das kann ich noch verschmerzen. Ich mag das ja immer nicht so, weil es halt gerne so ein bisschen Fingerabdrücke und Kratzer anzieht. Trotzdem finde ich es aber einen guten Mix hier im Skoda Scala, die Materialien. Ne? Wenn man die Klasse des Fahrzeuges, wo ich jetzt mal Kompaktklasse sagen würde, als Maßstab nimmt, finde ich das voll in Ordnung. Wir haben beim neuen Scala jetzt erstmal hier verschiedene Dekor. Elemente. Wir haben hier diese Carbon-Optik dabei. In der Serie habt ihr das schwarz glänzend. Na, das ist immer so ein bisschen verschieden dann gemacht. Bei uns nochmal mit diesem roten Kontrast nochmal drin von Monte Carlo. Finde ich eine schöne Sache. Immer dabei sind jetzt hier im Skoda Scala, auch da, wo man es teilweise nicht erkennt, recycelte Materialien. Da geht der Wagen auch mit der Zeit. Dass eben da ein bisschen den Wertstoffen hier auch Sorge getragen wird und wir eben auch recycelte Materialien haben. Das merkt man aber nicht, das sieht wirklich alles schön aus hier im Fahrzeug. Finde ich eine schöne Sache. Gut, wir starten erstmal auf der linken Seite mit den Ablagen. Wir haben hier ein Türfach, was ich verlängern kann nach hinten mit dem kleinen Warnwestenfach. Hier habe ich eine Simply Clever Lösung drin, dazu komme ich aber später. Erstmal habe ich hier viel Platz für ein Portemonnaie, für eine Flasche. Da passt auch eine deutlich größere Flasche als meine 0,5 Liter rein. Hier unten habe ich dann nochmal ein kleines Fach für den Fahrer. Finde ich sehr, sehr praktisch. Ne? Nicht rutschfest ausgekleidet, aber schon mal eine nette Sache. Dann gibt es hier oben keine Ablageflächen. Die nächste ist dann hier schon die induktive Handyladefläche, die ich einmal dabei habe. Und da gibt es eine Neuerung. Erstmal ist diese induktive Handyladefläche ab dem Selection erhältlich. Und da haben wir jetzt eine Kühlung dabei. Man hört auch, wenn man ganz leise ist, hier einen kleinen Lüfter laufen. Wir haben hier erstmal ein iPhone 15 Pro Max reingelegt. Ne? Das passt auch super rein. Könnte sogar noch ein bisschen länger nach unten sein. Ich nehme es mal raus und sehe da hier nochmal, dass das auch rutschfest mit Gummi ausgekleidet ist. Und auf der rechten Seite gibt es auch noch zwei USB-C-Anschlüsse. Ne? Also das Handy passt hier wirklich super rein. Finde ich gut und würde ich darauf achten, dass man Scala die hat. Dann gibt es hier in der Mitte noch eine kleine Ablagefläche. Ich fahre mal die Armlehne nach hinten. Da habe ich dann hier zum Beispiel einen Schlüssel drin. Das ist sehr, sehr praktisch. Mit diesem kleinen Element, was ich hier habe, das kann ich aber auch rausziehen. Und da kann ich euch auch noch sagen, dass wir hier ein paar Flaschenhalter haben. Ganz praktisch auch, ne? Die PET-Flaschen haben unten ja diese kleinen
zapfen, möchte ich mal sagen. Die kann ich hier ein bisschen einhaken und dann kann ich mir als Fahrer auch ganz einfach die Flasche mit einer Hand aufdrehen, ohne dass ich einen Beifahrer dazu brauche. Ne? Ansonsten kann man auch das hier reinpacken. Ne? Da passt ein Smartphone rein, ein Schlüssel oder auch ein paar Münzen. Ne? Das ist hier auch wirklich praktisch umgesetzt. Ne? Das packe ich aber erstmal so wieder rein. Hinten gibt es auch noch einen Flaschenhalter, ne? Und hier eine 12-Volt-Möglichkeit dran. Die Mittelarmlehne ist erst ab dem Selection dabei. Die könnt ihr euch nach vorne verschieben, ne? Aber nicht in der Höhe verstellen, das geht nicht. Dafür gibt es dann hier ein kleines Ablagefach, was unten auch mit einer Filzanlage versehen ist, aber nicht sonderbar tief ist. Ne? Finde ich trotzdem schön. Ne? Hier kann man nochmal eine kleine Karte reinpacken zum Beispiel. Ne? Auch ganz schön praktisch. So, auf der rechten Seite gibt es dann einmal ein Handschuhfach, was ich einmal öffnen kann. Da ist jetzt nicht so irre viel Platz drin. Es hat aber eine Beleuchtung oben, wie ich sehe. Ansonsten passt das Bordbuch rein, das ist gar kein Problem. Und so ein paar Münzhalter und Kartenhalter gibt es dann auch dort. Auf der rechten Seite Türblende sieht genauso aus wie links. Keine Überraschung für euch dabei. Keine Überraschung ist auch was sehr, sehr sinnvoll ist, nämlich 4 Angstgriffe beim Fahrzeug, die wir hier dabei haben. Dann gibt es hier einmal die Sonnenblende für den Beifahrer mit dem kleinen Schminkspiegel. Der ist, glaube ich, auch erst ab dem Selection dabei, hat aber leider keine Beleuchtung. Das sei da nochmal angemerkt. Manche fragen sich jetzt vielleicht, Mensch, du hast doch hier den Monte Carlo dabei. Warum hat der denn nicht das Panoramadach? Weil das ist nämlich bei Monte Carlo Serie beim Selection, glaube ich, optional. Wir haben das nicht dabei, weil wir hier bei dem Auto eine tschechische Konfiguration haben und da ist das Panoramadach nicht serienmäßig im Monte Carlo. Da achtet auf jeden Fall auch drauf, wenn ihr ein Auto importiert, wenn ihr sagt, Mensch, ich will einen günstigen Skala haben, importiert den mir aus Polen, aus Tschechien, wie auch immer, dann kann es sein, dass der im Monte Carlo nicht das serienmäßige, in Deutschland serienmäßige Panoramadach dabei hat. Das kann man leider nicht öffnen, fände ich aber trotzdem schön, weil es eben noch ein bisschen mehr Licht ins Auto bringt. Dafür gibt es hier einen schwarzen Dachhimmel bei Monte Carlo, finde ich auch schick. Oben gibt es dann hier ein paar Mikrofone, aber auch eine SOS-Funktion, Werkstattruf und Inforuf. Die Sache, dass wir kein Panoramadach haben, sorgt dafür, dass wir hier ein Brillenfach dabei haben in dem Auto, ne, was ich ja wiederum auch sehr praktisch finde. Hier mit einer kleinen Gummianlage drin versehen. Vorne gibt es dann die Beleuchtungssteuerung. Noch schön ein paar Taste hier. Ne? Entweder alles oder nur Fahrerseite oder auch offene. Das geht auch. Dann gibt es die Info über den Beifahrer-Airbag, ob der deaktiviert ist. Ne? Und hier haben wir dann einmal den automatisch abblendbaren Innenspiegel dabei, der auch ab dem Selection schon mit drin ist. Und praktisch bei Skoda haben wir hier auf der rechten Seite auch nochmal einen USB-C-Anschluss, zum Beispiel für eine Dashcam dabei. Das kann wirklich praktisch sein. Genauso wie die Fahrersonnenblende. Na, da haben wir hier einmal einen Clip dabei für den Fahrzeugschein oder hier auch nochmal den kleinen Schminkspiegel. Und die A-Säule ist im Skoda Scala mit Hartkunststoff verkleidet. Natürlich dabei im Skoda Scala sind auch Simply Clever Lösungen, wie zum Beispiel serienmäßig hier der kleine Clip für eine Parkkarte hier an der Frontscheibe oder auch zum Beispiel der Eiskratzer im Tankdeckel, der jetzt aber nicht mehr grün ist, was ein bisschen schade ist, aber er besteht dafür jetzt aus Recyclingmaterialien und ist da ein bisschen umweltfreundlicher. Darüber hinaus gibt es dann auch noch in einem Optionspaket zum Beispiel hier die Fächer unter den Sitzen, einmal hier unter dem Beifahrersitz zum Beispiel, ist aber nicht sonderbar riesig, ne? Passt aber vielleicht eine Warnweste rein und zum Beispiel auch hier den kleinen Abfalleimer in der Fahrertür. Zum Beispiel auch der Regenschirm in der Fahrertür, der ist für den Selection dann Serie. Ihr müsst alle anderen Sachen wie der Türkantenschutz, Abfalleimer oder auch die Fächer unter den Vordersitzen sind dann in dem Simply Clever Paket enthalten. Preise und Ausstattungen beim Skoda Scala. Wir gucken mal, wie teuer denn so ein Skoda Kompakter ist. Der Scala kostet mindestens 23.420 Euro. Dann habt ihr den 95 PS Basis Dreizylinder. Wir haben die Variante Essence dabei. Wir haben zum Beispiel ein 5-Gang Schaltgetriebe, aber auch schon ein paar andere Ausstattungen wie LED-Scheinwerfer. Wir haben die digitalen Instrumente in der kleineren Variante. Es gibt eine Klimaanlage serienmäßig, eine hintere Einparkhilfe zum Beispiel, alle auch verschiedene Fahrassistenzsysteme wie ein Notbremsassistent, eine Müdigkeitserkennung, ein Spurhalteassistent genauso wie eine Verkehrszeichenerkennung. Zum Vergleich, in meinem Test 2019 habe ich euch noch einen Basispreis für den kleinsten Skoda Scala von 17.350 Euro genannt. Da haben wir schon mal einen deutlichen Preissprung. Na klar, wir haben ein paar Inflationen hinter uns, aber zum Beispiel hat der Skoda Scala in der Serie jetzt auch ein 8 Zoll Infotainment-System. Vorher waren es 6,5 Zoll und hier und da auch noch ein paar Optionen weniger gehabt als heute.
Welcher Vergleich liegt nahe beim Skoda Scala? Natürlich der mit dem Volkswagen Golf. Und den Golf gibt es ja jetzt frisch in der modellgepflegten Variante zu bestellen. Da haben wir dann einen 116 PS starken Vierzylinder in der Basis mit 1,5 Liter Hubraum. In der Basisvariante kostet der VW Golf dann so mindestens 27.180 Euro. Da muss man aber ihm zugute halten, dass er auch mehrere Optionen schon mit drin hat. Wir haben eine vordere Einparkhilfe zum Beispiel auch dabei oder auch schon ein größeres 12,9 Zoll Infotainment-System. Den Golf mit dieser Ausstattung und diesem Motor könnte man am ehesten mit dem Skoda Scala und dem 115 PS starken Dreizylinder vergleichen. Dann haben wir beim Skoda Scala einen Preis, der um 2.360 Euro günstiger ist als im VW Golf. Auch einen SUV möchte ich mal mit dem Skoda Scala vergleichen. Der Skoda Kamiq war mir da ein bisschen zu einfach, deswegen habe ich da einmal den Seat Arona genommen. Den gibt es auch mit dem 95 PS starken Basisbenziner und auch einem 5-Gang Schaltgetriebe, also ähnlich wie hier. Dann haben wir einen Basispreis von 21.480 Euro, das dann aber noch ohne Klimaanlage und ohne Geschwindigkeitsregelanlage. Ein weiterer Vergleichspartner kommt dann auch aus der Kompaktklasse. Da habe ich den Kia Ceed einmal rausgesucht. Den gibt es in der Variante Vision, dann mit einem 100 PS starken 1,0 TGDI Basisbenziner. Der Wagen kostet mindestens 24.990 Euro, hat aber schon deutlich mehr Serienausstattung dabei, wie zum Beispiel eine Sitz-, eine Lenkradheizung oder auch ein Navigationssystem. Der Kamiq, also das Skoda SUV, ähnlich wie der Skoda Scala, kostet 970 Euro mehr in der Basis, hat auch dann eine ähnliche Ausstattung wie der Scala. Neben der Basisvariante, dem Scala Essence, gibt es natürlich auch die Variante Selection. Ich habe sie schon oft erwähnt, weil ab dem Selection gibt es dann auch die Möglichkeit, mehr Extras zu bestellen, die es für den Essence einfach gar nicht gibt. Dafür hat der Selection auch in der Basis schon ein paar Sachen serienmäßig, zum Beispiel Wireless Smart Link, also eure Smartphone-Anbindung. Wir haben eine Klimaautomatik serienmäßig und auch schon Alufelgen. Darüber rangiert dann der Monte Carlo, den wir hier dabei haben, den ich wirklich schick finde. Der hat nämlich dann die Optik natürlich dabei, ne, die ein bisschen sportlicher gehalten ist, aber auch, zumindest in der deutschen Variante, ein Panorama, Glasdach und auch nochmal die Matrix-LED-Scheinwerfer schon in der Basis. Zwischen dem Variante Selection und dem Monte Carlo rangiert für mich aktuell das Sondermodell Drive. Da haben wir dann zum Beispiel auch so ein paar Ausstattungsoptionen dabei, wie eine beheizbare Frontscheibe oder auch schon den schlüssellosen Fahrzeugzugang Kessi. Den Preisvorteil zu einem ähnlich ausgestatteten Modell beziffert Skoda damit 2.100 Euro. Skoda verkauft einige Extras separat, also einzeln oder auch in Paketen. Und diese Pakete nehmen in der aktuellen Preisliste des Skoda Scala ganze 3 Seiten ein. Das finde ich relativ umfangreich, könnte man hier und da vielleicht ein bisschen vereinfachen. Da gibt es zum Beispiel das Fahrassistenzpaket. Da habt ihr dann hier einmal die Travel Assist drin, aber auch den noch normale ACC, den Abstandstempomaten. Darüber hinaus auch ein Winterpaket mit zum Beispiel der beheizbaren Frontscheibe, aber auch der Sitzheizung. Auch bekommt ihr das sinnvolle Komfort Plus Paket. Da habt ihr zum Beispiel die größeren digitalen Instrumente dabei oder auch den schlüssellosen Fahrzeugzugang Kessi. Wir haben heute wieder einmal einen Testwagen von Skoda Auto Deutschland dabei. Dahin vielen Dank für die Bereitstellung des Testwagens. Das hier ist ein Skoda Scala als Monte Carlo mit dem 1,0 Liter TSI Turbobenziner mit 115 PS. Der Wagen hier hat zusätzlich ja nochmal dabei einmal das Doppelkupplungsgetriebe, das DSG, aber auch zum Beispiel das Komfortpaket und das Sportpaket. Im letzteren steckt dann zum Beispiel auch das SCC dabei, also das einstellbare Fahrwerk. Und darüber hinaus haben wir noch das Skoda Soundsystem und auch die Anhängezugverrichtung. So ausgestattet kostet der Wagen dann hier, wie er so steht, 41.200 Euro. Natürlich schon deutlich mehr als die Basisvariante, aber der Wagen ist auch schön komplett ausgestattet. Ich habe mal versucht, den VW Golf ähnlich zu konfigurieren, bin aber ein bisschen gescheitert, weil es den Dreizylinder oder den kleineren Basisbenziner im Golf, der ja da auch schon Vierzylinder ist, momentan noch nicht mit der Airline-Variante gibt. Ich denke auch, der wird damit nicht kombinierbar sein. Ich habe dann ein ähnliches Modell konfiguriert gehabt als Style-Variante. Der hat dann auch schon ein paar andere Extras mit drin, aber da war ich dann auch schon bei einem Preis von über 46.000 Euro. Also ihr habt die dann immer noch einen Preisunterschied zum Volkswagen Golf. Den Link zum Auto kann ich euch diesmal nicht geben, weil Testwagen vom Hersteller, aber ich habe euch das Auto einmal nachkonfiguriert und den Code findet ihr hier unten in der Videobeschreibung.
Während ihr seht, wie komfortabel ich hinten im Skoda Scala einsteigen kann, und das klappt wirklich gut, dank der recht geraden Dachform, seht ihr mich jetzt hier im Halbschatten so ein bisschen sitzen, hinten im Fond der Skoda Scala. Und ich kann euch sagen, wir haben hier echt eine Menge Platz, und dafür steht Skoda auch für das große Platzangebot im Auto. Wir haben hier zum Vordersitz, der jetzt auf eine Körpergröße von mir von 1,80 Meter eingestellt ist, noch gut und gerne 25 cm Platz. Also das finde ich sehr, sehr praktisch. Auch zum Kopf hin habe ich noch eine Faust Platz, das reicht vollkommen aus. Und zur Seite hin ist der Wagen auch nicht sonderbar schmal. Vorne wirkt er sogar ein bisschen schmaler, ein bisschen kleinwagenhafter. Hinten merke ich da gar nichts von. Da habe ich ähnliche Platzverhältnisse wie im VW Golf zum Beispiel. Ich denke auch sogar ein bisschen mehr Knieraum. Also sehr, sehr praktisch. Gut, wir kommen zu den Funktionen im Fahrzeug. Ich habe hier erstmal oben einen Angstgriff mit dem kleinen Kleiderhaken. Ein weiterer Kleiderhaken befindet sich an der B-Säule. Dann gibt es hier hinten die Materialien eine Spur schlechter als vorne. Also oben habe ich dann normale Hartkunststoff-Varianten. Der Rest ist dann aber ähnlich mit dieser roten Leiste und der schwarzen. Hier auch Hartkunststoff drin, Türöffner in Chrom. Die Armauflage auch schön mit dem Kunstleder in Carbonoptik verkleidet. Der große stabile Türzuziehgriff. Unten gibt es dann auch eine kleine Flaschenhalterung hier, ne, wo eine 0,5 Liter Flasche problemlos reinpasst. Größere könnten auch gerade so reinpassen. Und hier habe ich nochmal einen Fensterheber, auch serienmäßig elektrisch dabei. Gut, vor mir habe ich dann hier erstmal jetzt den Sportsitz dabei. Es gibt jetzt auch für die Sportsitze eine Tablet-Halterung, die kann man hier reinstecken. Ne? Die gab es vorher so nicht. Jetzt auch erhältlich im Skoda Scala. Unten habe ich hier am Sitz dran kleine Kartentaschen und nochmal dieses kleine Smartphone-Fach, was ich hier sehr, sehr praktisch und sinnvoll finde. In der Mitte gibt es dann des Weiteren hier zwei Lüftungsdüsen, die serienmäßig sind. Dann haben wir hier erstmal ab der Variante Selection noch optional zwei Sitzheizungen für hinten. Das ist wirklich, finde ich, ein extra aus höheren Fahrzeugklassen im Skoda Scala. Die ist dann zweistufig für links und für rechts auch getrennt regelbar. Dann gibt es hier unten ein neues kleines Fächlein. Das ist auch so eine typische Simply Clever Lösung, dass ihr optional bekommt. Da habt ihr dann hier zum Beispiel auch einen kleinen Flaschenhalter dabei, aber auch eine kleine geriffelte Einlage unten, wo Sachen auch gut abgelegt werden können. Das Ganze können wir aber auch entfernen und rausziehen. Das kennen wir so auch schon von Skoda. Ne? Ich kriege es jetzt gerade nicht hin, aber es sollte funktionieren. Ich kann es zur Seite etwas so wegschieben sozusagen. Dann kann ich das hier rausnehmen. So seht ihr das einmal das Fach. Das können wir nach vorne auch einmal packen. Dann haben wir nämlich hier auch einen besseren Blick auf die beiden USB-C-Schnittstellen. Die sind ab dem Selection dann auch mit drin im Skoda Scala. Das Ähnliche gilt für die Mittelarmlehne, aber die zeige ich euch gleich. Erstmal habe ich hier einmal Gurtpeitschen, die außen so einigermaßen starr sind. Das geht gerade so in Ordnung, da sollten sich Kinder auch gut anschnallen können. Für Kinder auch wichtig. Hinten haben wir Isofix im Skoda Scala serienmäßig, aber auf dem Beifahrersitz ja auch. Finde ich eine sehr, sehr praktische Sache. Gut, wir kommen dann erstmal zum Mittelgurt. Der kommt hier von der Sitzbank, finde ich immer sehr praktisch. Ne? Auf der rechten Seite bei dem Auto hier, wir haben drei Kopfstützen dabei. Hinten gibt es eine Innenraumbeleuchtung, die normal mit Tasten funktioniert. Eine da außen, so ein kleines Kippschalterchen, könnte man sagen. Aber auch hier, wie ich eben schon sagte, einmal die Mittelarmlehne, die ist ab dem Selection optional oder Monte Carlo serienmäßig hier. Ne? Finde ich sehr, sehr schön für die hinteren Passagiere. Und wir haben hier auch nochmal Flaschenhalter dabei, ne? Die wir ja ganz simpel nutzen können. Leider aber ohne Abstandshalter, aber mit einer kleinen geriffelten Fläche hier unten. Ne? Genau. Eine Durchreiche im Kofferraum gibt es hier allerdings nicht, was ich ein bisschen schade finde. Dafür gibt es einen Mittelsitz, den ich einmal austesten kann für euch. Da passt auch gut, dass ich jetzt hier das kleine Fach entfernt habe unten. Da kann ich hier meine Quadratlatschen einmal unterbringen. Und ich sitze jetzt deutlich erhöht als außen und auf jeden Fall auch schon auf den Außenplätzen. Also ich denke mal, eine Runde zur nächsten U-Bahn-Station in Berlin würde ich so zu fünft fahren. Aber weiter ist der Skoda Scala ein bequemer Viersitzer. So sehr wie der Skoda Scala auch zwischen den Klassen rangiert, der Kleinwagenklasse, der Kompaktwagenklasse, gibt es hier Extras, die man eigentlich nur aus größeren Klassen gewohnt ist. Wie zum Beispiel eine elektrische Heckklappe. Die bekommt ihr nämlich für den Selection optional oder ab dem Selection optional. Ne? Hat auch diese Sensorfunktion, finde ich sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch kann auch sein der Kofferraum im Skoda Scala, der
über dem Klassendurchschnitt liegt, nämlich mit 467 bis zu 1410 Liter, liegt der auch im Minimalvolumen deutlich über dem Skoda Kamiq, also dem kleinen SUV. Wir haben bei unserem Auto hier auch dabei, ich habe den Taster hier auf der linken Seite, die teilelektrisch schwenkbare Anhängezugverrichtung, die wir hier haben, die kann in unserem Fall maximal 1,2 Tonnen ziehen. Die könnt ihr immer optional bestellen. Mindestens kann die eine Tonne ziehen, maximal in der größtmöglichen Variante dann 1,25 Tonnen. Das hört sich ja schon ganz schön ordentlich an. Beim Skoda Scala 467 Liter und ist es auf jeden Fall auch. So sieht der Kofferraum hier aus im Fahrzeug. Ich muss mal gucken, wie ihr das am besten seht aufgrund der Sonneneinstrahlung. Wir haben verschiedene Funktionen, die ich euch mal zeigen möchte. Erstmal haben wir serienmäßig hier oben eine 12-Volt-Möglichkeit, aber auch verschiedene Haken hier hinten dran, aber auch dort ein kleinerer Haken. Dann haben wir hier auch nochmal ein Warnreieck drin. Das finde ich sehr praktisch, auch hier an der Seite untergebracht. Kleinere Haken gibt es hier hinten an der Rücksitzbank, aber auch hier auf der Seite, hier zum Beispiel auch die Taste für die Anhängezugverrichtung, die wir dann hier einmal nochmal hinter der Kante verschwinden lassen können. Hier auch noch ein paar Haken zum Beispiel dran. Ne? Verzurrösen gibt es hier einmal dort. Dann hier hinten nochmal in Silber und auch nochmal hier. Das Netzprogramm ist teilweise serienmäßig, teilweise optional. Ab dem Selection mit drin ist zum Beispiel das hier. Netz an der Hutablage, die wir hier dabei haben. Ne? Kein Rollo, sondern eine normale Hutablage haben wir hier. Hier haben wir nochmal ein anderes Netz, was ich nochmal euch zurückklappen kann. Das haben wir hier nochmal mit drin. Hier auch eine Einlage, die wir verschieden drehen können. Hier mit Gummi. Auf der anderen Seite nochmal ein bisschen mit Filz verkleidet. Und hier drunter haben wir auch nochmal einen Ladeboden, den wir aufklappen können. Das Ganze können wir nach unten noch machen. Ne? Der ist auch dann teilweise optional, dieser variable Ladeboden. Und hier unten haben wir noch ein weiteres Fach. Da ist dann hier bei uns einmal der Subwoofer drin. So ein paar kleine Organizer-Systeme noch für den Kofferraum. Aber auch das kleine Notrad, was wir hier dabei haben, bei dem Fahrzeug genauso wie einmal das Bordwerkzeug. Das Ganze geht einmal runter hier, ne? Und ich mache das gleich wieder ordentlich. Erstmal sage ich euch, dass wir im Skoda Scala auch noch die Möglichkeit haben, die Rücksitzbank dann im Verhältnis 40 zu 60 umzuklappen. So ihr Lieben, ich habe ein bisschen umgebaut im Skoda Scala, um euch noch ein paar Maße nehmen zu können, hier im Kofferraum. Erstmal habt ihr zwischen den Radkästen eine Breite von genau 1 Meter und 1 Zentimeter. Dann haben wir hier eine Höhe vom Kofferraum in dieser Höheneinstellung bis zum Sichtschutz von 42 cm. Wenn wir dann hier einmal, ich versuche noch mal kurz das Maß zu nehmen, wenn wir das Ganze hier noch mal hoch machen, diesen Boden, dann kommen da noch etwa 17 cm hinzu, lohnt sich also in den Boden noch ein bisschen abzusenken. Dann haben wir eine Länge des Kofferraums von der aufgestellten Rücksitzbank, also der zweiten Reihe, von ziemlich genau 82 cm an der kürzesten Stelle. Dann haben wir auch die Möglichkeit natürlich, die Rücksitzbank einfach umzuklappen und den Beifahrersitz ganz nach vorne zu schieben. Dann haben wir eine Länge, die wir einladen können, von bis zu 1,82 Meter. Dann noch weiterhin eine Höhe der Ladekante beim Skoda Scala. Da haben wir dann hier nochmal schlanke 64 cm. Das geht aber in Ordnung, ne? Ist weniger als beim SUV. Und in dieser Öffnungshöhe vom Skoda Scala haben wir dann hier bei der Heckklappe einen Platzbedarf von etwa 2,10 Meter. So hoch muss eure Garage dann sein. Und ihr solltet dann einmal auch die Höhe einmal einstellen können. Ne? Ihr könnt die einmal runterfahren, dann anhalten und lange auf die Taste drücken. Dann könnt ihr die Heckklappe dementsprechend auch einmal programmieren, wenn ihr eine flachere Garage habt. Zurück auf der Straße im Skoda Scala. Wir fahren hier gerade durch eine kleine Ortschaft und uns kommt ein sehr interessanter VW Corrado entgegen. Auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Wir kümmern uns aber um den Scala. Wir haben hier ja ein Fahrwerk dabei. Es gibt in der Serie erstmal immer ein fixes Fahrwerk, ne, wo wir erstmal nichts einstellen können. Darüber hinaus gibt es dann für den Selection auch optional noch ein 15 mm höher gelegtes Fahrwerk, also so ein Schlechtwege-Fahrwerk, könnte man sagen. Wir haben hier bei unserem Monte Carlo aber dabei das SCC-System. Was denn SCC? Wir kennen ja schon DCC von anderen Fahrberichten. Und da habe ich hier jetzt ein einstellbares Fahrwerk dabei. Das liegt einesteils 15 mm tiefer, aber ich habe hier auch eine Einstellbarkeit. Ich kann quasi von der Fahrprofilauswahl normal, habe ich jetzt eher die komfortable Einstellung, hin in Sport gehen, wo der Wagen jetzt nochmal die Dämpfer etwas härter
einstellt. Das Ganze geht mit Ventilen an den Dämpfern, also ähnlich auch wie das System DCC, was ihr von verschiedenen Volkswagen oder den größeren Skoda-Modellen kennt. Macht, finde ich, eine sehr gute Arbeit. Also ich merke jetzt schon gerade im Sport einen deutlichen Unterschied, gerade hier so in der Stadt, ne, wo teilweise doch irgendwelche Fugen sind oder so, ne, die da den Wagen ein bisschen kräftiger fahren lassen, ne, ein bisschen satter auf der Straße liegt, aber gleichzeitig auch weniger Fahrkomfort hat. Ich bin trotzdem in meinen Fahrten meistens im Normalmodus gefahren, weil es einfach für mich am besten passte, weil der Wagen da wirklich merklich komfortabler ist. Ich finde es aber interessant, dass man selbst in der kleinen Klasse MQB A0 es hinbekommt, dass man da so einen merklichen Unterschied hat zwischen den Modi im Normal und Sport. Dieses adaptive Fahrwerk bekommt ihr sogar auch schon für den Selection optional. Das finde ich auch eine gute Sache. Wir kümmern uns weiter ums Fahrwerk im Skoda Scala und das Auto könnte man ja sagen, ist ja eigentlich wie ein Golf, ist eigentlich vergleichbar, ne? Aber er hat eine andere Fahrwerkskonstruktion. Er hat zum Beispiel hinten eine Verbundlenkerachse. Eine Verbundlenkerachse ist anders als die Mehrlenkerachse von den Kompakten, vom Golf, vom Octavia zum Beispiel. Eine etwas, ja, möchten wir sagen, simplere Konstruktion ist eine Art der Starrachse theoretisch und lässt da weniger Bewegung zu, also weniger Agilität sozusagen auf der Hinterachse. Merke ich das im Auto? Ist eine Kleinwagentechnik, eine MQB A0 Kleinwagentechnik. Merke ich das beim Fahren? Also ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es noch weniger merken. Ich habe hier und da mal bei irgendwelchen Verbindungen an der Straße, auch bei Wellen oder so, Wellenbewegungen oder so, merke ich, okay, da ist vielleicht das Heck so ein bisschen statischer unterwegs, ne, da lässt nicht so viel Bewegung zu, kann nicht ganz so gut dann die Hinterachse abfedern oder auch dynamisch unterwegs sein. Ne. Aber das ist marginal. Also deswegen würde ich nicht sagen, okay, ich kaufe den Scala nicht wegen der Hinterachse. Würde ich überhaupt nicht sagen. Der Wagen ist damit trotzdem sehr komfortabel, ausreichend agil unterwegs. Das passt, finde ich, wirklich sehr gut, trotz der Verbundlenkerachse. Gut, wir haben noch eine Dämmung im Fahrzeug, die ich auch immer zum Komfort hinzuzähle. Jetzt habt ihr hier natürlich auch den Regen jetzt gerade wieder dabei, ne? Da kann man es jetzt nicht ganz so gut testen. Ich bin den Wagen aber auch schon ohne Regen gefahren, kann euch sagen, der Scala ist ausreichend gut gedämmt. Ich habe aber kein super leises Auto. Das liegt auch daran, dass ich normale Scheiben hier dabei habe an der Seite, keine Akustikverglasung. Da ist er nicht super leise, ne? Also ich merke dann schon auf der Autobahn irgendwann ein gewisses Fahrgeräusch, ne? Aber es ist nicht übermäßig. Ne? Ich würde schon sagen, dass ein Octavia gerade in der richtigen Ausstattung dann eben ein bisschen leiser unterwegs ist. Aber trotzdem ist das Scala da ein ausreichend gedämmter Partner für eure Reisen. Während ich einmal hier links abbiege und dem Moped hier folge, ein sehr interessantes Simson-Moped, könnte ich euch noch sagen, dass wir hier eine normale Lenkung dabei haben. Die ist bei uns erstmal verstellbar im Skoda Scala, weil wir hier die Fahrprofilauswahl haben. Kann ich auch nochmal einen Sportmodus bringen. Da habe ich dann eine weniger Servo-Unterstützung dabei. Ich muss ein bisschen kräftiger lenken. Ansonsten bleibt die aber von der Direktheit genauso. Die finde ich vollkommen in Ordnung, die Direktheit der Lenkung. Die gefällt mir. Das Einzige, was mir nicht so gefällt bei der Lenkung des Skoda Scala, ist, dass ich einen recht großen Wendekreis habe, finde ich, von 11 Metern. Geht jetzt für die Fahrzeuggröße in Ordnung, aber er könnte noch ein bisschen kleiner sein, finde ich. Ne? Trotzdem ist er da ausreichend agil und auch in der Stadt wirklich gut aufgehoben. Im Euro NCAP Crashtest hat der Skoda Scala bei seiner Markteinführung in 2019 5 Sterne abgeräumt. Serienmäßig sind im Skoda Scala 6 Airbags. Wir hier gehen aber noch einen Schritt weiter. Optional ab dem Selection gibt es noch ein Fahrerknie-Airbag und sogar auch 2 Seiten-Airbags für hinten. Auch in der Serie hat der Skoda Scala schon ein paar Fahrassistenzsysteme. Dazu gehört zum Beispiel ein Notbremsassistent, der auch Fußgänger erkennen soll. Hat in meinem Test keine Fehlmeldung gegeben, das erachte ich immer als ganz gut. Darüber hinaus haben wir noch einen Spurhalteassistent, der jetzt gerade hier aktiviert ist. Und dann zeige ich euch einmal, ich drohe gerade die Spur zu überfahren, der Wagen lenkt mich dezent wieder in die andere Richtung. Er zentriert mich aber nicht in der Mitte, sondern lenkt mich nur von der entsprechenden Fahrbahnmarkierung weg. Auch dabei im Skoda Scala ist eine Müdigkeitserkennung, die anhand der Fahrmuster funktioniert. Sprich, wenn ich dann zu viel Schlangenlinien fahren sollte, dann würde mich das Auto warnen und sagen, Mensch, mach doch lieber mal eine Pause.
auch dabei im Skoda Scala ist serienmäßig eine Verkehrszeichenerkennung, die mich im Test überzeugt hat. Die hat, möchte ich sagen, in mindestens 95% aller Fälle die richtigen Verkehrszeichen erkannt und zeigt sie mir hier auch sehr prominent in der Mitte des virtuellen Cockpits an. Optional ab der Ausstattungslinie Selection habt ihr dann noch die Möglichkeit, ein Fahrassistenzpaket zu wählen. In diesem Fahrassistenzpaket ist dann ein sehr wichtiges System drin, deswegen würde ich es persönlich wählen, und zwar das System ACC. Was ist das Ganze? Ich habe hier einen Tempomaten dabei im Skoda Scala. Mit diesem Paket hat er dann auch noch die Funktion, dass er einen Radarsensor hat nach vorne und damit den Abstand zum Vordermann hält. Sprich, wenn jetzt hier jemand vor mir fahren würde, der langsamer fahren würde, würde er den entsprechenden eingestellten Abstand einhalten. Den kann ich hier mit so einem kleinen Wippe einstellen von nah und dann noch mal ganz weit zum Beispiel. Das müssten 4 verschiedene Stufen sein. Finde ich sehr, sehr praktisch und würde ich auf jeden Fall dazu bestellen, weil es lange Fahrten einfach sehr entspannt macht. Das Schöne ist dabei, das System ist auch prädiktiv, sprich es erkennt die Verkehrszeichen mit der Kamera hier oben und setzt die dann automatisch auch in die Führung mit um. Sprich, wenn dann vorne gleich das 70er-Schild auftaucht, ne, würde er jetzt auch schon relativ frühzeitig sagen, 70 voraus und dann dementsprechend auch runterbremsen. Das finde ich eine sehr, sehr praktische Sache, wenn die Systeme dann eben verknüpft sind. Wir gucken uns das Ganze mal an. Die Ampel ist noch grün, ich kann hier nach 100 fahren, habe jetzt hier gleich das 70er-Schild. Er sagt 70 voraus und bremst mich jetzt schon dementsprechend ab. Ich muss aber trotzdem schon jetzt hier auf 0 gehen, ne, weil die rote Ampel vor mir ist. Das ganze System hat auch, wenn jetzt jemand vor mir sein würde, vor dieser Ampel, ein Stop-and-Go-Assistenten, sprich der Wagen kann dann auch auf 0 runterbremsen mit dem System ACC und fährt dann automatisch auch wieder an. Wenn er länger steht, muss ich das mit einem kleinen Gasstoß dann initiieren, ansonsten macht das sogar automatisch. Mit in diesem Paket ist auch der Travel Assist. Was kann der? Ich schalte hier mal das ACC einmal ein auf die 50, die ich hier eh nur fahren darf. Und jetzt kann ich eigentlich nur mit ein paar Fingern am Lenkrad bleiben, denn jetzt setzt er automatisch auch die Spurführung mit um. Sprich, er würde jetzt hier die Spuren automatisch nachfahren, wenn er sie eben gut erkannt hat. Hier hatte sie gerade eben nicht so gut erkannt, ne? Das hat er automatisch nicht gemacht. Jetzt merke ich aber gerade, dass er mitlenkt. Das Ganze soll auch mit einem kapazitiven Lenkrad zusammenhängen. Das Lenkrad erkennt also meine Spannung in den Fingerkuppen und weiß dann, dass ich anwesend bin. Im Moment tut er das nicht. Er sagt gerade jetzt schon Lenkung übernehmen und das hatte ich leider sehr oft, diese Warnmeldung. Er wird dir auch gleich akustisch nochmal geben, die Warnmeldung, genau, unüberhörbar, und sagt dann, okay, ich soll jetzt doch bitte mit den Fingern ans Lenkrad gehen, obwohl ich eben dran bin. Das finde ich ein bisschen schade. Teilweise habe ich bei Skoda im Zusammenhang mit den perforierten Lenkrädern bei den sportlicheren Modellen aber leider des Öfteren erlebt. All das steckt im Fahrassistenzpaket. Ihr bekommt darüber hinaus noch ein Fahrassistenzpaket Plus. Da habt ihr dann auch noch das, was wir hier drin haben, und zwar einen Totwinkelwarner im Fahrzeug, den ich als sehr, sehr sinnvoll und wichtig erachte. Wir haben ein kleines Lämpchen direkt im Spiegelgehäuse und der Wagen warnt mich dann zuverlässig vor Fahrzeugen im toten Winkel. Zudem habe ich auch noch einen Ausparkassistenten. Wenn ich zum Beispiel städtisch aus so winkeligen Parktaschen ausparke, die so eine Einstellplätze sind, wo ich hinten eben nichts groß erkennen kann, ne, würde der Wagen mich da auch nochmal unterstützen und mich eben da rechtzeitig warnen, wenn da Querverkehr passiert. Wir kommen schon zu den Scheinwerfern im Skoda Scala, und serienmäßig habt ihr im Scala LED-Scheinwerfer, was ich schon mal als sehr, sehr sinnvoll und wichtig erachte. Es sind in der Basis aber nur Reflektor-LED-Scheinwerfer, also normale Reflektortechnik mit LEDs drin, finde ich aber daher nicht so schlimm. Wir haben ab dem Selection optional oder bei Matrix, bei Monte Carlo sogar serienmäßig Matrix LED-Scheinwerfer jetzt im Skoda Scala. Die haben ja die schöne Optik dann auch mit diesen beiden getrennten Tagfahrlichtern sozusagen. Die haben statt der schönen Optik aber auch noch eine weitere Funktion, nämlich die Matrix-Funktion. Der Wagen kann damit dann die mir vor mir vorausfahren oder mir entgegenkommenden Fahrzeuge maskieren und ich kann weiter mit Fernlicht fahren. Das ist eine coole Technik.
der Skoda Scala geht da aber nicht ganz so genau zu Werke wie zum Beispiel ein Golf oder eher sogar ein Tiguan oder so mit dieser neuen HD-Technik. Er hat hier ein nicht ganz so feines Feld, wo er eben das Ganze ausskaliert. Man merkt schon, ich habe es euch hier mal abgefilmt, man merkt schon, ne, also wenn jemand vor mir fährt, setzt er einen relativ großen Bereich dunkel, damit er eben keinen blendet. Ne? Das ist eine Sicherheitsfunktion, weil der Wagen da eben nicht so fein reagiert, nicht ganz so viele LEDs hat wie vielleicht andere Systeme. Dennoch finde ich es gut und ich würde auf jeden Fall, wenn ich mir ein Selection bestellen würde, darauf achten, dass das drin hat. Monte Carlo hätte ja sowieso die Matrix-Scheinwerfer dabei. Ja, was ist da denn nun der Skoda Scala? Ein Kleinwagen, ein Kompaktwagen oder sogar der legitime Nachfolger der Skoda Fabia Kombi? Ist ja eigentlich ganz egal. Der Skoda Scala rangiert zwischen den Klassen und Schubladendenken, finde ich, ist ja sowieso out. Außerdem stammen die Extras wie zum Beispiel die elektrische Heckklappe oder auch die hintere Sitzheizung eh aus höheren Fahrzeugklassen. Der Dreizylindermotor meines Testwagens reicht vollkommen aus für alle Alltagsfahrten, auch wenn er sicherlich keine dynamischen Naturen zufriedenstellt. Eine große Auswahl an Fahrassistenzsystemen trifft beim Skoda Scala auf eine narrensichere Bedienbarkeit. Relevante Schwächen leistet sich der Skoda Kompakte kaum, auch wenn der VW Golf bei Komfort und auch bei verfügbaren Ausstattungen sicherlich hier und da eine Schippe drauflegt. Dafür ist das Modell weiterhin preisgünstig, aber auch sicherlich kein Sonderangebot mehr, gerade in dieser schicken Monte Carlo Ausführung. Wusstet ihr eigentlich, dass das Wort Scala lateinisch ist und so viel wie Treppe oder auch Leiter bedeutet? Auf der Erfolgsleiter könnte der Skoda Scala mit seinen Qualitäten gerne noch ein bisschen nach oben klettern, denn 2023 wurden hier in Deutschland nur 7.300 Stück der Skoda Scala neu verkauft. Im Nahen und Mittleren Osten ist der Skoda Scala da deutlich erfolgreicher. Was meint ihr? Wäre der Skoda Scala ein praktisches und passendes Auto für euch, weil er gerade so zwischen den Klassen rangiert? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Sehr gespannt bin ich aber auch auf eure Meinung zu meinem Video. Was habe ich gut gemacht? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Ich freue mich da sehr auf eure konstruktive Kritik. Sehr freue ich mich auch darüber, wenn euch ein Video gefallen hat und wenn ihr mir das Ganze zeigt, nämlich mit dem Gefällt mir, dem Teilen des Videos mit euren Freunden und Bekannten oder dem weiterhin kostenfreien Abonnieren meines Kanals Vierräder. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit dem nächsten Testwagen. Bis dahin.